For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß es, einer der seltensten Geckos der Welt, wenn nicht vielleicht sogar der seltenste Gecko der Welt. Ailuronix trachygaster heißen die. Das ist der Seychellen-Riesengecko. Hier habe ich ein fast adultes Weibchen. Ja, Ailuronix trachygaster, Seychellen-Riesengecko. Eben wie der Name schon sagt, sie werden für einen Gecko unheimlich groß. Ähnlich wie die Litschis eigentlich, ne? Wie die Riesengecko von Neukaledonien. Wobei sie vom Körperbau her, seht ihr ja, eigentlich anders sind. Also das geht eher so in die Felsumenrichtung, ne? nicht ganz so diesen massigen Körper, dafür längere Beine, auch diese Haftlamellen. Da bin ich stolzer Besitzer eines Zuchtpärchens. Mein ganzer Stolz im Moment. Werden wir auch eine Reptil-TV-Folge demnächst mal drüber machen. Da werden wir euch noch mehr von diesem oder zu diesem Gecko werde ich euch noch mehr zeigen und vorstellen. Heute einfach mal als kleiner Vorgeschmack sozusagen und mein Intro-Tierchen für euch heute. Ich erkläre euch jetzt, was wir drei hier gemeinsam haben. Ne? Mein kleiner grüner Iguana hier, ich in meinem Outfit und der junge Mann hier bei mir. Fangen wir mit dem grünen Leguan an. Ich weiß nicht, wer von euch Grisou, den kleinen Drachen, kennt. Ne? Also der sah ja so ähnlich aus wie der hier. Hatte immer einen Helm dabei, hat Feuer gespuckt und dann Helm aufgesetzt und hat gesagt, ich will Feuerwehrmann werden. Ne? Grisou, der kleine Drache. Also das ist jetzt, ja, er sieht nicht ganz 1:1 so aus, aber fast. Ne? Ich hier mit meiner Uniform habe so ein klassisches Feuerwehrmann-Outfit an, habe aber eigentlich auch nicht viel damit zu tun. Und jetzt kommen wir auf den Alex hier. Er hat den weiten Weg von Göttingen, gell, genau, zu uns angetreten. Du bist, oder stell dich kurz vor, du bist Feuerwehrmann, oder? Genau, ich bin hauptberuflich Feuerwehrmann und auch ehrenamtlich. Und ja, ich habe ein paar Fragen zu Terrarientieren. Okay. Deshalb bin ich heute angereist. Okay, also der Alex hat mich kontaktiert, ob wir da mal was zusammen machen könnten. Und das wollen wir in der heutigen Folge für euch tun. Irgendwo habe ich gehört, gelesen, dass Feuerwehrleute ganz vertrauenserweckend sind und das Outfit auch auf die Damen scheinbar ganz aufregend wirkt. Aber es war mir jetzt doch zu heiß, deswegen haben wir es jetzt doch ausgezogen. So schön das mal war. Vielleicht lasse ich mal ein paar Poster anfertigen, die wir dann bei uns im Shop verkaufen. Stefan mit Feuerwehroutfit. Nee, es war aber zu heiß. Kommen wir zum Thema. Alex, wie kann ich dir oder wie kann ich der Feuerwehr helfen? Was liegt dir auf dem Herz? Ja, wir haben ja bei der Feuerwehr häufig mit Tiereinsätzen zu tun, Tierrettung, Tiere einfangen. Meistens sind das Hunde, Katzen. Wenn es mal was Größeres ist, noch Pferde oder Kühe, die in Graben gefallen sind, okay, und nicht mehr alleine rauskommen. Aha. Womit wir aber sehr selten zu tun haben, sind Reptilien. Und in der Feuerwehrausbildung kommt das eigentlich auch nicht vor. So, dass wir da Reptilien oder Tiere allgemein? Tiere allgemein. Dass okay, wir da wirklich eine gute Ausbildung kriegen. Und deshalb würde ich von dir gerne mal wissen, was gibt es denn in Deutschland überhaupt für Reptilien? Auf was können wir als Feuerwehr treffen? Also eben vorneweg, also mich freut, wenn du sagst, dass es selten vorkommt mit den Reptilien. Ne? Zurzeit, man hört ja immer, oh, Reptilien machen immer mehr Probleme. Hast du den Eindruck, wird mehr, wird weniger, ist wie immer? Oder? Ist wie immer. Ist also wie immer. Ich hatte im Einsatz jetzt noch nichts mit einer Schlange zu tun zum Beispiel. Okay. Also an alle Politiker, die zuschauen. Das große Problem Reptilien scheinbar doch nicht so schlimm, aber das ist auch nicht unser Thema heute. Ist auch nicht gefaked, ist tatsächlich so.
Genau, deine Frage war, was es gibt. Also mittlerweile gibt es tatsächlich in circa 10% der Haushalte, zumindest der Familienhaushalte, gibt es ein Terrarientier, ne? In jedem 10. Haushalt. Also das ist dann doch einiges. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass ihr als Feuerwehr doch vielleicht öfters damit konfrontiert werdet, wie noch vor 20, 30 Jahren oder so. Was es gibt, später kommen wir noch ein bisschen drauf, oder können wir noch drauf zu sprechen kommen, was es am allermeisten gibt. Es gibt wirklich mehr oder weniger zwei Handvoll Arten, mit denen ihr wahrscheinlich am meisten zu tun haben werdet. Aber man muss sagen, geben tut es eigentlich alles querbeet. Zu 98% sind es ungiftige Tiere, ne? Schlangen, Echsen, Schildkröten, alles ungiftig. Es gibt auch Gifttiere in Deutschland, die in Terrarien gehalten werden, muss man auch dazu sagen. Es gibt Bundesländer, da ist das stark eingeschränkt, man braucht eine Bewilligung. Es gibt Bundesländer, bei uns hier in Baden-Württemberg braucht man, oder ist es nicht eingeschränkt. Also theoretisch könnte jeder eine Kobra oder Klapperschlange oder sowas zu Hause halten. Also das vielleicht gleich wegen doch im Hinterkopf, also nicht so nach dem Motto, ich habe jetzt gelernt, wie man eine Schlange einfängt. Ich fange jetzt einfach ein, die wird schon nicht giftig sein. Also wenn auch in den wenigsten Fällen, aber möglich ist es. Also geben oder rechnen müsst ihr eigentlich mit allem querbeet bisschen, was ihr da in Wohnungen antreffen könnt. Okay, ja, ist schon mal gut zu wissen, dass wir mit allem rechnen müssen. Genau. Müssen wir sonst im Ansatz auch. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist sehr selten, deswegen fehlt mir selbst auch die Erfahrung mit diesen Tieren, auch im Einsatz, wie ich damit umgehe, was es überhaupt gibt, wie ich solche Tiere einfangen kann. Aber da wirst du mir heute weiterhelfen. Bring ich dir jetzt alles bei. Genau. Du sagst ja eben, dass der Großteil der Tiere ungiftig ist. Kann man denn giftige und ungiftige Tiere einfach voneinander unterscheiden? Ich würde sagen, du kannst sie gar nicht voneinander unterscheiden, also als Laie, ne? Definitiv nicht. Also speziell bei den Schlangen ist das ja eigentlich das gravierende Problem. Es gibt kein Erkennungsmerkmal, wo du sagen kannst, ne, wenn die Schlange so aussieht, was weiß ich, zum Beispiel es gibt viele so Viperngrubenottern, Klapperschlangen, die haben wegen so einen dreieckigen Kopf, ne? Aber es gibt auch ungiftige Schlangen. Ein Python hat zum Beispiel auch so einen dreieckigen Kopf. Also kann man das nicht als Kennzeichen hernehmen. Ne? Oder die ganzen Nattern. Also das hier habe ich jetzt als Beispiel. Das ist so eine harmlose Milchnatter, Campelli-Milchnatter. Ist völlig harmlos. Es gibt in Nord- und Mittelamerika die Korallenschlange. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Korallenschlange ist so ein, was wo fast jeder kennt. Die hat ein sehr potentes Gift. Ne? Also die könnte man auf keinen Fall so in die Hand nehmen. Die sieht ähnlich aus. Also ein Fachmann sieht den Unterschied. Wobei selbst als Fachmann kann man sich da schwer tun, zwischen den ganzen Lampropelten und einer Korallenschlange zu unterscheiden. Also wirklich schwierig. Mein Rat in dem Fall, wenn ihr auf so eine Situation trefft, heutzutage mit den Handys hat man ja eine super Möglichkeit, Fotos zu machen oder gar Filme zu machen. Ne? Wenn ihr einen Einsatz habt und ihr seht ein Terrarium mit einem Tier drin und wisst in dem Moment nicht, mit was habt ihr es zu tun. Also eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit ist, macht ein Foto von dem Tier oder macht einen kleinen Film oder macht es mit FaceTime oder wie das alles heißt, könnt ihr ja live, kann man ja live telefonieren und mailt es an irgendeinen Fachmann, ne? Sei es an mich oder an irgendjemand, den er kennt. Also ein Fachmann sieht in der Regel relativ schnell, ach, das ist das und das oder so, oder kann relativ viel ausschließen, was eben Laie völlig unmöglich ist. Also du könntest jetzt Bücher studieren, büffeln, da müsstest jetzt jahrelang büffeln, um da für dich eine Aussage zu treffen. Ne? Deswegen eben mein Tipp, also wenn es irgendwie möglich ist, Foto machen, jemand mailen, in 2 Minuten hast du eine Antwort, dann kann euch einer sagen, na, das ist eine harmlose
Kornnatter oder ein kleiner Python oder Vorsicht, Finger weg, das ist was Giftiges. Ne? Ja. Ja, einen Fachberater ranziehen ist immer gut. Machen wir im Gefahrstoffeinsatz auch so. Ja, genau. Und wie gesagt, mit den heutigen Mitteln mit Handy, also vor 10 Jahren oder 20 war das noch anders. Ne? Da heute geht schon schnell. Musste ich irgendwo hinfahren und gucken. Ne? Und jetzt kriegt man ein Foto. Passiert in meinem Leben auch relativ oft, dass die Polizei oder so mir ein Foto schickt und dann kann ich denen direkt sagen, das ist das und das. Gell? Okay. Also sagst du, bei Schlangen ist es nicht ganz so einfach, das zu unterscheiden, ob giftig oder ungiftig. Genau. Wie sieht das denn aus bei Echsen und Spinnen? Gute Frage. Echsen ist durchaus einfacher. Also es gibt zwei giftige Echsen. Oder zwei giftige Echsenarten. Also beides Heloderma, Krustenechsen heißen die auf Deutsch. Die sehen auch relativ gleich aus. Die sind wirklich leicht zu erkennen. Also wenn du jetzt dich wenig mit dem Thema befassen tust und sagst, okay, ich möchte ein wenig Ahnung haben, also wenn du dir ein paar Mal so Fotos von diesen Krustenechsen anguckst, dann ist das in deinem Kopf drin, die sehen so markant aus. Ne? Das kannst du dir merken, wie die aussehen. Und das sind die einzigen wirklich giftigen Echsen, wo es gibt. Ne? Es gibt nur so ein paar Sachen bei Waranen, da sagt man, der Speichel wäre vielleicht ein bisschen giftig oder so, aber das kannst du alles vernachlässigen. Also solange ihr nicht auf eine Krustenechse trifft, ist alles andere nicht giftig. Ich wollte jetzt schon fast sagen harmlos. Harmlos kommt natürlich auf die Größe drauf an, aber zumindest nicht giftig. Das heißt, ihr könnt mit Handschuhen, mit entsprechender Vorrichtung die Tiere einfangen, ohne euer Leben zu gefährden. Ne? Okay. Dann hast du gerade noch Spinnen angesprochen, Spinnen, Skorpione. Da muss man sagen, da ist alles giftig. wobei das Ganze überschaubar giftig ist. Also die meisten Spinnen in der Terraristik sind eigentlich Vogelspinnen. Vogelspinnen werden schön groß, sind in der Regel schön behaart. Also schön, wem es gefällt, wem nicht. Egal, auf jeden Fall, sie sind behaart. Und sind aber glücklicherweise recht harmlos vom Gift her. Ne? Das heißt, wenn ihr auf Vogelspinnen trefft, irgendwelche großen Spinnen, könnt ihr davon ausgehen, dass sie recht harmlos giftig sind. Es gibt eine ganz kleine Terrarianerschaft in Deutschland, die auch recht giftige Spinnen, solche so schwarze Witwen so in der Richtung, sich halten. Die haben tatsächlich auch ein recht potentes Gift. Aber die, wie gesagt, das sind kleinere Spinnen. Also um es wenn grob zu sagen, die sind kleiner und haben in der Regel keine Haare oder fast keine Haare und eher einen glänzigen Körper. Ne? Also so dieses glänzig-schwarze oder vielleicht noch mit Rot mit drauf, so eben die schwarze Witwe, die kennt man so, die hat so ein dickes Abdomen, schwarz glänzend, rot, wegen so rot Zeichnung drauf. Das sind die giftigen Spinnen, wo vielleicht noch gleich wegen mehr Vorsicht geboten ist. Und Skorpione gibt es auch, relativ harmlos giftige, stark giftige, generell auch Vorsicht geboten, wobei die einzufangen relativ einfach ist. Ne? Kommen wir später noch drauf aufs Einfangen. Ist auch bei Spinnen an sich und bei Skorpionen, würde ich es behaupten, leichter wie bei einer Schlange oder bei einer Echse. Ne? Von dem her, glaube ich, kann man auch ein giftiges Spinnentier, ja, Spinne, Skorpion, doch als Laie einfangen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Okay, also sagst du, am besten immer einen Fachberater hinzuziehen, persönliche Schutzausrüstung tragen und vorsichtig sein bei allen Tieren. Genau, und im Zweifelsfall doch eher Finger weg, wenn ihr euch unsicher seid, natürlich. Okay. Ne? Also das ist auf jeden Fall nicht, wenn ein unsicherer Fall ist, dann nicht sagen, naja, ich muss ja oder ich soll ja oder ich kenne mich ja aus, sondern dann im Worst Case Finger weglassen. Okay. Ja, du hast mir jetzt hier zwei Schlangen in die Hand gedrückt. Was willst du mir damit jetzt sagen? Genau, ich will dich richtig einweisen. Eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich insgesamt vier zeigen will, vier Tiere. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, beziehungsweise weil ich behaupte, dass man mit diesen vier Tieren schon wahrscheinlich 90% der Terrarienschlangen abdecken. Ne? Gehen wir vielleicht mal der Häufigkeitshalber vor. Das in deiner linken Hand ist ein Königspython. Königspython
ist die meistgehaltenste Terrarienschlange. Wahrscheinlich, mal ganz grob gesagt, 50% der Schlangen, die ihr antreffen werdet, wird wahrscheinlich ein Königspython sein oder vielleicht auch 30-40%, aber so um den Dreh rum sind diese Königspython. Gibt es in zig verschiedenen Farben, muss man wissen. Also sieht nicht jeder so aus. Da gibt es Albinos, also den Ausdruck Albino, den kann sich ja jeder vorstellen. Dann sind also ein Albino weiß-gelb oder gibt's. Also gibt es in allen Farben. Das ist wegen der Gag an diesen Pythons, dass man die in allen Farben züchtet. Aber letztendlich ist immer ein Königspython. Völlig harmlose Tiere, beißen eigentlich so gut wie nie. Und wie gesagt, die populärste Terrarienschlange. Gefolgt auf Platz 2 in meiner rechten Hand der Kornatter. Kornattern sehen mehr oder weniger immer so aus. Auch völlig harmlos, gibt es auch wie den Königspython in zig verschiedenen Farben. Albino, schwarz, weiß. Also ich glaube so außer vielleicht grün und blau gibt es so ziemlich jede Farbe von auch diesen Kornattern. Platz 2. Platz 3 bin ich mir gleich wegen unschlüssig. Die Hakennasennattern hier in meiner linken Hand. Also auch nochmal eine Natter, hat die letzten Jahre einen Mordsboom erlebt, hat so der Name Hakennasen, weil sie so diese Stülpnase hat. Also auf Englisch heißen sie Hognose. Hog ist ja, glaube ich, so das Wildschwein, ne? Also Wildschweinnase. Wie gesagt, die hat die letzten Jahre ein Mordsrevival erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile an Platz 3 der Häufigkeit ist von den Schlangen in der Terraristik. Und Platz 4 wird die Boa Constrictor in deiner rechten Hand sein. Das ist, by the way, die größte, was wir jetzt hier sehen. So eine Boa, die wird 2 bis womöglich sogar an die 3 Meter, 2,50 Meter, 3 Meter können die werden. So groß. Recht groß. Sind auch brave Tiere von Natur aus, also eigentlich in der Terroristik, man hält sich eigentlich auch nichts Aggressives, also ebenfalls zu 95% oder sowas. Es gibt natürlich auch beißfreudigere Terrarientiere, aber das meiste, was man hat, sind wirklich so, also der Ausdruck zahm ist immer blöd für ein wildes Tier, aber kann man in dem Fall gebrauchen. Eben, was ich damit zeigen will, mit diesen 4 Schlangenarten, wenn man die vielleicht gleich wegen im Kopf behält oder sich da mal ein paar Bilder oder Filme dazu anguckt, dann hast du schon, wie gesagt, so circa 90% der Terrarienschlangen damit abgedeckt. Ja, sehr gut. Und sie sind ja auch brav. Genau, okay. Brav und hübsch. Das freut mich, dass sie brav sind. Das erste Mal hier eine Schlange auf dem Arm. So, die häufigsten Schlangen haben wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zu den Spinnen oder was zeigst du mir jetzt? Genau, also ich merke, du kennst dich gar nicht aus. Nee, also Spaß beiseite, jetzt sind wir bei den Echsen. Genau, die Schlangen sind wir durch. Häufigsten Echsen in der Terraristik. Ich würde sagen, Nummer 1 in deiner Hand, das ist eine Bardagame, ausgewachsenes Tier, so groß werden die circa maximal. Definitiv das Terrarientier Nummer 1, übrigens gerade sogar in Deutschland Tier des Jahres vom Zentralverband zoologischer Fachbetriebe. Haben jedes Jahr wohl irgendwie ein Tier des Jahres. Dieses Jahr ist die Bardagame, weil sie sich als Terrarientier wahrscheinlich so toll eignet. Das wird man, oder wie gesagt, das wird definitiv am meisten gehalten. Gefolgt auf Platz 2 vom Leopardgecko. Hier auch ausgewachsenes Tier, was ich hier in der Hand habe. Das sind so die häufigsten Terrarientiere. Auch hier gilt wieder, mit der Farbe ist es gleich ein wenig schwierig, weil auch jetzt gerade die Leopardgeckos, aber auch die Bardagamen in allen möglichen verschiedenen Farben gezüchtet werden. Von Rot, Orange, Gelb bei den Leopardgeckos, die gibt es von Pechschwarz bis fast Weiß oder so Knallegelb oder sowas, gibt es auch alles querbeet. Aber mit den 2 Arten haben wir schon wieder wahrscheinlich 60-70% der Terrarientiere abgedeckt, ne, wenn du die 2 Arten kennst. Vorher hatte ich ja noch die giftigen angesprochen, die Krustenechsen. Können wir noch mal kurz 1-2 Fotos einblenden zum Zeigen. Sehen auch definitiv ganz anders aus wie das, was wir hier auf der Hand haben. Ja, wie gesagt, ich glaube, damit decken wir die Terraristik schon weitgehend ab. Ja, das kann man sich ja gut merken. Das genau. Sind ja nicht so viele. Genau. Unsere dritte Art von Terrarientier sozusagen sind die Schildkröten.
gibt es in klein und groß. By the way, also deine ist jünger wie meine, ne? Das heißt, also die ist jetzt erst drei Jahre alt. Naja, sie ist ungefähr gleich alt, ne? Aber das heißt, die wird noch riesengroß, die wird bei weitem nicht so groß. Was ich damit sagen will, eben, es gibt jede Größe davon. Ne? Da gibt es auch Tiere, das kannst du nicht einmal allein wegtragen, auch als noch so kräftiger Feuerwehrmann nicht. Landschildkröten sind natürlich alle ungiftig, sind harmlos, könnt ihr einfach anfassen, so wie du jetzt auch. Da kann auch nichts passieren, die kann auch nicht dich irgendwie plötzlich in die Hand beißen oder sowas, weil sie mit ihrem Kopf gar nicht dahinter kommt. Also im Prinzip, wenn ihr irgendwie auf Landschildkröten trefft, könnt ihr einfach nehmen, davontragen, auf Hygiene vielleicht achten oder sowas, also euch selber oder auch dem Tier gegenüber auf eine normale Hygiene achten. Aber ansonsten bei Landschildkröten, genau, kann fast nichts passieren, außer dass ihr euch anpinkelt. Da habe ich dich sogar vorher noch gewarnt, genau. Und vor allem, wenn sie einmal pinkelt, dann pinkelt sie wahrscheinlich öfters, genau. Das war ja der Schuh. War nur der Schuh, gut. Dann gibt es noch die Wasserschildkröten. Da müsst ihr gleich ein wenig mehr aufpassen bei Wasserschildkröten. Da gibt es auch Tiere, die wirklich empfindlich beißen können. Die empfindlich zubeißen können. Ne? Also wenn er irgendwo auf einen Haushalt trifft mit Wasserschildkröten, da nicht denken, oder wie ich das, was ich gerade gesagt habe, gilt für Landschildkröten, einfach so anfassen. Wasserschildkröte vielleicht doch eher mit einem Kescher oder mit irgendwas, weil die auch ihren Kopf, also einige Arten können mit ihrem Kopf kommen ganz schön weit rum. Ne? Also selbst wenn du die so halten würdest, gibt es Wasserschildkröten, die dich trotzdem beißen können und die können empfindlich stark beißen. Also da wirklich deutlich mehr aufpassen wie bei einer Landschildkröte. Okay, Land- und Wasserschildkröten, wie erkenne ich die, den Unterschied? Gute Frage, genau. Eigentlich ganz einfach, die erkennt es am Terrarium. Ne? Also man erkennt es wegen am Körperbau, eine Landschildkröte hat nicht irgendwelche Schwimmhäute oder Schwimmfüße, sondern die haben so wie hier normale Füße mit Krallen dran. Aber das geht schon fast zu weit oder wird schon komplizierter. Im Prinzip, ihr schaut euch das Terrarium an. Ne? Die Wasserschildkröte ist mehr oder weniger in einem Aquarium oder Aquaterrarium, ne? Mit großem Wasserteil, wo sie drin schwimmen kann. Eine Landschildkröte, da ist vielleicht eine kleine Wasserschüssel drin, aber das war's. Ne? Also von dem her einfach das Terrarium anschauen, weniger das Tier anschauen. Die benimmt die, sich, benimmt eine sich, große Wasserschale benimmt gehabt, sich etwas getrunken. Daneben, genau. die hört gar nicht mehr auf. Also guckt euch das an. Wie gesagt, Landschildkröte völlig easy, einfach nehmen, wegtragen. Wasserschildkröte aufpassen, dass ihr nicht gebissen werdet. Natürlich auch nichts Giftiges oder so, aber ein Biss kann gefährlich sein oder extrem wehtun, schmerzhaft sein, Fleischwunde. Müsst ihr gleich besser aufpassen. Okay, gut. Ich habe es befürchtet, Schlangen, Echsen und Schildkröten haben wir jetzt durch und jetzt kommen die Spinnen und Skorpione. Jetzt drückst du mir das auch noch in die Hand hier. Genau, alles, man muss alles erleben sozusagen. Das Gute ist, diese Pandinus imperator hier ist auch relativ häufig in der Terraristik, ist von der Giftigkeit her ein wirklich harmloser Skorpion, ne? Also vielleicht so Bienen-Wespenstich vergleichbar, wenn der dich sticht, aber der Witz ist, dass die eigentlich auch gar nicht stechen. So gleich ein bisschen als Faustformel, umso größer und kräftiger die Scheren. Ne? Also wenn man jetzt die Scheren anguckt, die der vorne hat, das ist ja fast wie so ein Krebs oder so eine Krabbe oder sowas. Umso größer die Scheren, umso harmloser sind die vom Gift her, ne? Kann man ein wenig sagen. Wobei das gar nicht Sinn und Zweck sein soll, also nicht, dass ihr da im Einsatz, ach, große Scheren, alles gut und upsi, hab mich doch getäuscht oder so. Sondern, oder jetzt auch hier ist so eine Vogelspinne, Terraphosa apophysis heißt die. Das ist so mit die größte Vogelspinne, also die wird mit am größten von allen. Aber das sind einfach Tiere, die man an sich gar nicht anfasst. Ne? Also bei den Pandinus, das haben wir jetzt, oder ich musste dich auch gleich ein wenig schocken hier, deswegen habe ich dir den in die Hand gedrückt. Aber wie gesagt, Skorpione, Spinnen, nichts zum Anfassen. Wie man die einfängt, da kommen wir in der nächsten Folge drauf.
Zeigen wir in der nächsten Folge, wie man das am besten macht. Genau, einfach der Vollständigkeit halber, dass wir die zwei hier noch erwähnt haben. Das sind auch, also gerade so Vogelspinnen, Skorpione sind schon auch Terrarientiere, die man definitiv antreffen kann. Mhm. Ja, der beschäftigt mich auch sehr hier. Der hält dich auf Trab. Ja, wir wären durch. Das wäre der grobe Überblick. Wir haben gesagt, jetzt machen wir eine Folge, die wir auf deinem YouTube-Channel Retterpedia zeigen, oder? Genau. Da zeigen wir dann, wie man das, was wir jetzt besprochen haben, auch ein bisschen praktisch einfängt, ne? Wie ihr wirklich vorgehen könnt, wenn ihr auf solche Tiere trifft oder trefft, die ihr klar bestimmt habt. Ne? Mhm. Zeige mir auf Retterpedia, schaut rein, beziehungsweise wir blenden euch auch noch einen Link dazu ein. Ja, für euch gilt gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Für irgendwelche Feuerwehrleute, die zugeguckt haben, gerne auch einen Daumen hoch. Für alle Feuerwehrleute den Channel abonnieren, dann lernt ihr die ganzen Reptilien peu à peu kennen. Und wenn ihr die kennenlernt, dann braucht ihr keine Fachleute mehr, weil dann seid ihr selber Fachmann. Also Channel abonnieren. Und ansonsten dir danke für den Besuch und wir sehen uns auf Retterpedia, oder? Genau, im zweiten Teil. Und da schauen wir uns an, wie wir im Einsatz dann vorgehen. Genau. Das zeigst du uns da. Bleibt uns treu. Ja.